Wird Thomas Meunier Borussia Dortmund bis Freitag noch verlassen? Und muss Mauricio Pochettino beim FC Chelsea um seinen Job fürchten? Und was hat José Mourinho damit zu tun? Dazu mehr jetzt in unseren aktuellen Kick-News. Auf dem Platz war Gennaro Gattuso immer der harte Hund. Während seiner Zeit als Sechser beim AC Mailand wurde der rustikale Abräumer von seinen Gegnern gefürchtet. Der Italiener war dafür zuständig, den schillernden Stars den Rücken frei zu halten. In einer Mannschaft mit Künstlern wie Ronaldinho, David Beckham oder Kaká hat Gattuso die Drecksarbeit verrichtet. Jetzt braucht der ehemalige Nationalspieler aber Selbsthilfe, und zwar von Polizei und Staatsanwaltschaft. Denn Gattuso und seine Familie werden von der Mafia bedroht, genauer gesagt von der 'Ndrangheta. Die kalabrische Großfamilie hat es auf Gattuso abgesehen. Der Vater des Ex-Profis hat für die Errichtung von Photovoltaikanlagen 80.000 Euro erhalten. Im Anschluss hat die Mafia einen Teil des Geldes eingefordert. Zweimal haben Leute der kriminellen Vereinigung Autos von Gattusos Schwester angezündet. Natürlich hat Gattuso inzwischen Anzeige erstattet. Zwei Männer hat die Polizei schon festgenommen. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Sache damit erledigt ist. Gattuso hatte zwar vorher schon 3.000 Euro an die Erpresser gezahlt, am Ende wird der derzeitige Trainer von Olympique Marseille aber einfach nur froh sein, wenn er und seine Familie wieder in Ruhe schlafen können. In der Türkei ist das Transferfenster noch offen und Beşiktaş könnte bis zum 9. Januar noch 3 neue Stars verpflichten. Der Istanbuler Club steht zwar auf Rang 3 der Tabelle in der Super League, hat aber auf die beiden besser platzierten Vereine Galatasaray und Fenerbahçe 24 Punkte Rückstand. Um im kommenden Jahr wieder konkurrenzfähig zu sein, soll der Kader jetzt schon aufpoliert werden. Nummer 1 wäre Joe Worrell, derzeit Kapitän von Nottingham Forest. Der Mannschaftsführer hat eine schwere Zeit bei den Tricky Trees. Während er in den ersten 5 Partien noch in der Startelf gestanden hat, kommt er seit dem 6. Spieltag fast gar nicht mehr zum Einsatz. Am Sonntag saß Worrell in einer Loge bei Beşiktaş und sah sich den 2:0-Erfolg der schwarz-weißen Adler gegen Trabzonspor an. Im Anschluss veröffentlichte Beşiktaş ein Statement und erläuterte, dass man sich in Verhandlungen mit Nottingham befindet. Zur Debatte steht ein Leihgeschäft für den Engländer. Der nächste Wechselkandidat ist Renato Sanchez. Einst zahlte der FC Bayern 35 Millionen Euro für den portugiesischen Nationalspieler an Benfica. Seither hat sich der inzwischen 26-Jährige kaum weiterentwickelt. Auch bei seinem aktuellen Arbeitgeber, der AS Rom, kommt Sanchez nicht so recht zum Zug. Ein Leihabbruch und die damit verbundene Rückkehr zu Paris Saint-Germain steht im Raum. Dann wäre der Weg frei für Beşiktaş, die schon Kontakt zu den Verantwortlichen aufgenommen haben. Ebenso könnte James Rodriguez den Weg nach Istanbul einschlagen. Momentan spielt der Kolumbianer für den FC São Paulo in Brasilien. Das könnte sich innerhalb der nächsten Tage noch ändern. Sein Name soll in den Gesprächen zwischen Berater Jorge Mendes und den Beşiktaş-Verantwortlichen gefallen sein. Ganz so heiß wie zu Worrell oder Sanchez ist die Spur zum 96-maligen Nationalspieler aber noch nicht. Klar ist, bis zum Ende des Transferfensters in der Türkei könnte noch so einiges passieren. Eigentlich wollte Inter Miami mit einer Reise nach Asien neue Fans gewinnen und vor allem mit Lionel Messi an vorderster Front die Werbetrommel rühren. Dieser Plan ist aber nicht ganz so aufgegangen. Vom Spiel gegen Al-Nassr haben wir euch bereits letzte Woche erzählt. Miami ging 6:0 baden. Messi konnte sich nur wenige Minuten auf dem Spielfeld zeigen und Cristiano Ronaldo verpasste die Partie sogar komplett aufgrund einer Verletzung. Für die Fans und Marketingabteilung beider Clubs ein absoluter Reinfall. Doch damit nicht genug, denn bei Inter Miamis Ausflug nach Hongkong hat man dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Im Spiel des MLS-Teams gegen eine lokale Auswahl haben die Zuschauer bis zu 115 Euro für ein Ticket bezahlt. Hauptsächlich, um Messi in Aktion zu sehen. Dazu kam es aber nicht. La Pulga hat über die volle Distanz auf der Bank gesessen und konnte dem Publikum seine herausragenden Fähigkeiten nicht zeigen. Als die Partie zu Ende gegangen ist, haben die Zuschauer mit Pfiffen und Buhrufen angefangen. Seit Tagen hat in Hongkong ein regelrechter Messi-Hype geherrscht. Zehntausende waren bereits am Samstag zum Intertraining erschienen. Das Teamhotel wurde geradezu belagert. Die Tickets hatten sich im Dezember innerhalb einer Stunde komplett verkauft. Und jetzt das, kein Messi auf dem Rasen. 10 Minuten vor dem Ende haben die Fans die Geduld verloren und die bittere Enttäuschung ist in Wut umgeschlagen. Die Wir wollen Messi-Sprechchöre der Fans waren ohne Reaktion geblieben. Nach dem Spiel wollte Inter-Besitzer David Beckham die Fans beruhigen, doch auch der englische Superstar wurde gnadenlos ausgebuht. Ein wahres Desaster. Denn statt Fans zu gewinnen, hat man höchstwahrscheinlich viele Zuschauer gegen den Club aufgebracht. Der Deadline-Day ist vorbei und Thomas Meunier ist immer noch bei Borussia Dortmund.
Doch es scheint trotzdem noch die Chance auf den Absprung zu geben. Meunier könnte den BVB in den kommenden Tagen noch verlassen. Denn wie das türkische Online-Fachmedium Sports Digitale berichtet, befindet sich der belgische Rechtsverteidiger derzeit in Gesprächen mit Trabzonspor. Obwohl das Transferfenster in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ligen seit Donnerstag geschlossen hat, könnte es folglich doch noch klappen mit einem vorzeitigen Abschied aus Dortmund. Nachdem Verhandlungen mit anderen Clubs auf den letzten Metern ergebnislos geblieben waren, wurde in Belgien etwas vorschnell von Meuniers Verbleib beim BVB ausgegangen. Da jedoch die türkische Wintertransferperiode erst am Freitag endet, besteht durchaus noch die Chance auf einen Wechsel in die Super League. Bis zum Saisonende hat Meunier noch Vertrag in Dortmund. Obwohl der 32-Jährige in den vergangenen Wochen regelmäßig unter Trainer Edin Terzic zum Einsatz gekommen ist, würden sich die Schwarz-Gelben wohl auf einen Abschied einlassen. Meunier gehört zu den Großverdienern bei der Borussia. Sein Abgang würde deshalb Einsparungen mit sich bringen. Und die nimmt man in Dortmund natürlich mit. Bei Crystal Palace gehört Michael Olise ohne Frage zu den absoluten Leistungsträgern. Der Offensivspieler hat nicht nur in den vergangenen Spielzeiten für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern liefert auch in der laufenden Saison mächtig ab. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung kam Olise am 12. Spieltag erst zu seinem ersten Einsatz. Seitdem hat er 6 Tore und 3 Assists in 11 Premier League-Spielen gesammelt. Die lange Auszeit hat ihm also nichts angehabt. Kein Wunder, dass Olises Name in Verbindung mit zahlreichen Topclubs auftaucht. Insbesondere die einheimischen Vereine haben ein Auge auf den gebürtigen Londoner geworfen. Woche für Woche können sie hautnah miterleben, wozu Olise auf dem Rasen fähig ist. Deshalb bemühen sich jetzt beide Clubs aus Manchester um den Linksfuß. Manchester City bereitet schon ein üppiges Angebot für den 22-jährigen Rechtsaußen vor. Da will United mithalten. Bei den Red Devils gilt Olise als einer der neuen Spieler, die die Ära von Jim Ratcliffe an der Clubspitze prägen sollen. Es bahnt sich also ein echtes Derby auf dem Transfermarkt an. An Crystal Palace ist Olise noch bis 2027 vertraglich gebunden. Eine Freigabeklausel existiert zwar, die Höhe ist allerdings nicht bekannt. 70 Millionen Euro wären dem Vernehmen nach fällig, um Olise von seinem derzeitigen Arbeitgeber wegzulotsen. Im vergangenen Sommer hat der französische U21-Nationalspieler dem FC Chelsea einen Korb gegeben. Dass Palace Olise eine weitere Saison halten kann, ist aber eher unwahrscheinlich. Vor allem dann, wenn die Manchester-Clubs ernst machen. Der FC Chelsea schlittert immer tiefer in die Krise. Beim gestrigen Heimspiel haben die Blues mit 2:4 gegen die Wolverhampton Wanderers verloren. Damit konnte das einstige Top-Team seit nunmehr 3 Spielen keinen Sieg mehr einfahren. Den Fans an der Stamford Bridge hat das natürlich gar nicht geschmeckt. In England sind die Zuschauer ja sowieso bekannt für ihre provokanten Fangesänge zu einprägsamen Melodien. Besonders bitter wird es, wenn die von den eigenen Fans kommen. Genau das ist den Londonern gestern passiert. Die Fans haben ihre Mannschaft regelrecht verhöhnt. Zwischenzeitlich bejubelten die Anhänger an der Stamford Bridge erfolgreiche Passstaffetten der gegnerischen Wolves oder haben gesungen: "Wir sind verdammt scheiße." Auch die Gästefans haben daraufhin in die Spottgesänge mit eingestimmt. Zwischenzeitlich hat fast die gesamte Stamford Bridge den Namen von Roman Abramovich gesungen. Der Ex-Besitzer wird von den Fans vermisst. Ein ziemlich deutliches Zeichen, was die Anhängerschaft von Geldgeber Todd Boehly hält. In Richtung von Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino haben sie gerufen: "You're getting sacked in the morning." Also auf Deutsch: Du wirst morgen früh gefeuert. Ob das in den nächsten Tagen tatsächlich so kommen wird, wird sich zeigen. Fakt ist, für Chelsea ist es die 2. hohe Niederlage in Folge. Am Mittwoch gingen die Blues mit 1:4 beim FC Liverpool unter. In der Premier League steht der ambitionierte und vor allem so mit Geld vollgepumpte Club auf Platz 11. Das war auf keinen Fall so geplant. Zu den Fans, die eine Entlassung von Pochettino gefordert haben, zählt auch die Frau von Thiago Silva. Belle Silva, so heißt die gute Dame, ist ganz offensichtlich unzufrieden mit der Situation beim Club ihres Mannes. Auf X hat sie geschrieben: "Es ist Zeit für Veränderung. Wenn man noch länger wartet, wird es zu spät sein." Wow, das ist ja mal richtig heftig. Um das einmal klarzustellen: Die Frau von einem Spieler fordert die Entlassung des Trainers. Bei Chelsea kracht es gewaltig. Und einige Fans haben auch schon eine Vorstellung, wer auf Poch folgen könnte. Besonders in den sozialen Medien träumen User von einer Rückkehr von José Mourinho. Der Portugiese ist seit seinem überraschenden Ende bei der AS Rom Mitte Januar vereinslos. Ein mögliches Engagement bei der SSC Neapel hatte sich nicht konkretisiert. Eine lukrative Offerte vom Saudi-Club Al-Shabab hatte Mo schlussendlich ausgeschlagen. Womöglich für eine Rückkehr nach England, denn Medien hatten zuletzt berichtet, dass The Special One auf einen Job in der Premier League schielt. Dabei hat es sich eigentlich um den Trainerposten bei seinem anderen Ex-Club Manchester United gehandelt. Mourinho soll sich angeblich als Nachfolger für den angezählten Erik Ten Hag bei den Red Devils in Stellung bringen wollen. Geht es aber nach den Chelsea-Fans, soll The Special One zurück nach London kommen, wo er 2005, 2006 und 2015 mit den Blues englischer Meister geworden ist. Eine dritte Amtszeit bei Chelsea? Ja, warum denn nicht?
Zum ersten Mal seit Ende November hat Manchester United 2 Ligaspiele in Folge gewonnen. Die bislang schwache Saison, Premier League Sechster und Gruppenletzter in der Champions League, macht das aber nicht vergessen. Auch hinter den Kulissen sieht man den Status quo kritisch. Wie das Online-Portal Court of Sight berichtet, ist eine Zukunft mit Trainer Erik Ten Hag unter dem neuen Besitzer Jim Ratcliffe deshalb ungewiss. Mehr noch, mit 2 potenziellen Nachfolgekandidaten sind erste Sondierungsgespräche geführt worden. Uniteds Verantwortliche haben schon Kontakt zu den vereinslosen Julen Lopetegui und Antonio Conte aufgenommen. Wirklich fortgeschritten ist der Austausch aber noch nicht. Es geht vielmehr darum, ein mögliches Engagement zur neuen Saison und im Falle einer Ten Hag-Entlassung abzuklopfen. Vor allem bei Lopetegui soll der Vorstoß auf Gegenliebe gestoßen sein. Der 57-jährige Spanier hat sogar Al-Ittihad abgesagt, um in die Premier League zurückzukehren und sich die potenzielle Chance auf den United-Posten nicht zu verbauen. Bis August stand Lopetegui bei den Wolves an der Linie. Bei Conte sieht das ein bisschen anders aus. Der 54-Jährige hat auf der Insel schon den FC Chelsea und Tottenham Hotspur gecoacht. Seine Präferenz ist deshalb jetzt eine neue Stelle in der italienischen Heimat. Gerüchte kursierten zuletzt um den AC Mailand. Und dann wäre da auch noch der schon eben erwähnte José Mourinho. Mit dem hat United zwar noch keinen Kontakt aufgenommen, dennoch sind Gespräche wohl unvermeidbar, wenn der Portugiese wirklich auf ein Engagement drängen sollte. Bei United und auch bei Chelsea ist der Trainerstuhl am Wackeln. Deshalb seid ihr jetzt gefragt. Denkt ihr, Chelsea sollte Pochettino feuern? Oder glaubt ihr, die Mannschaft und der Trainer brauchen einfach mehr Zeit, um zusammenzuwachsen? Und wie sollte United im Sommer weitermachen? Mit oder ohne Ten Hag? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Leute, ich hoffe, ihr seid gut aus dem Wochenende gekommen und habt jetzt eine geile Woche. Spätestens mit den Kicknews ist der Montag doch aber gerettet, oder? Also lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Das ist ein riesen Support für uns. Auf jeden Fall auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Natürlich hören wir uns dann morgen wieder zu den nächsten Kicknews. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und bleibt wie immer stabil.